Hallo und herzlich willkommen zu dieser Hypnose. Mein Name ist Guido und ich würde dich gerne begleiten auf deinem Weg. Während der Hypnose, die gleich beginnen wird, wirst du in einen ruhigen Zustand versetzt werden. Bitte fahre kein Fahrzeug und bediene keine Maschine während der Hypnose. Sei dir bitte bewusst, dass eine Hypnose sehr beruhigend und entspannend sein kann, sodass du vielleicht einschläfst. Es gibt Zeiten und Begebenheiten, die uns nicht gut tun und die uns ganz eng werden lassen. In diesen Zeiten möchten wir einen Weg finden, diese Enge und dieses Kreisen der Gedanken zu durchbrechen. Mit dieser Hypnose, die ich dir nun anbiete, zeige ich dir einen Weg, wie du aus diesem Kreisen der Gedanken und der Enge herauskommen kannst. Vertraue dich gerne meiner Stimme an und lass uns gemeinsam auf eine Reise gehen, die dir Raum und hoffentlich einen tiefen Schlaf schenken kann. Vielleicht fragst du dich noch, wie eine Hypnose abläuft. Eine Hypnose ist für die meisten Menschen so, dass sich eine Schwere in den Beinen und Füßen einstellt und nach auch im ganzen Körper eine wunderbare Entspanntheit aufkommt. Du kannst nun aufrecht sitzen oder liegen, so wie es dir bequem ist. Versuche für dich eine bequeme Situation zu finden, in der du länger verweilen kannst und vielleicht auch einschlafen möchtest. Eine Hypnose ist ein Zustand, der wellenförmig verläuft. Das heißt, es wird manchmal tiefer und entspannter sein und dann wieder weniger und dann wieder tiefer. Nach und nach kommst du so immer tiefer in deinen wunderbaren, entspannten Ausgleich. Vertraue dich gerne meiner Stimme an und folge dem, was ist und nie ausgesprochen werden kann, auf dem Weg. Richte nun gerne deine Aufmerksamkeit auf dein eigenes Wohlbefinden und deine Befreiung. Du darfst jetzt die Einladung annehmen und einfach in die tiefe Trance und den kraftvollen, schönen, hypnotischen Zustand kommen, der dich befreien kann. Deine inneren Gedanken und Gefühle werden nun ruhiger und friedlicher. Lass nun die Ruhe mit dem Atem in dein Sein kommen. Dein Brustkorb hebt sich, dein Brustkorb senkt sich. Spüre, wie sich dein Brustkorb mit jedem Atemzug anhebt und ausdehnt. Und mit jedem Ausatmen zieht sich der Brustkorb wieder zusammen. Vielleicht möchtest du dich noch einmal bewegen, so tu es und finde eine noch entspanntere Situation. Bewegung ist natürlich und du kannst dich ganz natürlich immer bewegen. Nichts muss vermieden werden. So wie du gerade deinen Brustkorb gespürt hast, wie er sich ausdehnt
und zusammenzieht. So spüre jetzt deine Füße. Geh zuerst mit deinem Fühlen in deinen linken Fuß. Spüre, wie du die Energie deines linken Fußes fühlen kannst. Es ist wunderbar, wenn du die Energie deines Fußes spüren kannst und dabei deine Augen geschlossen hast. Wunderbare Freiheit, alles wahrzunehmen mit deinem energetischen Sinn. Spüre nun auch deine linke Wade, das Knie und den linken Oberschenkel. Ja, wunderbar. Einfach das ganze linke Bein spüren. Und wenn du willst, spanne es kurz an und lass es einfach in Leichtigkeit nun los. Spüre, wie es noch mehr einsinkt und dahin weicht, wo es sich noch mehr entspannt anfühlt. So spüre nun auch deinen rechten Fuß. Spüre, wie entspannt sich dein rechter Fuß und die Zehen schon anfühlen. Nun spüre auch die rechte Wade, das rechte Knie, den rechten Oberschenkel. Nun spüre das ganze rechte Bein. Und wenn du möchtest, spanne auch das rechte Bein kurz an und lass es einfach noch mehr einsinken und los. Spüre, wie es noch mehr einsinkt und dahin weicht, wo es sich noch mehr entspannt und noch wohler anfühlt. So kannst du nun auch deinen Unterkörper spüren. Spüre, wie er sich entspannt und mehr einsinkt. Spüre und fühle auch deinen Rücken. Die ganze Wirbelsäule von unten bis zum Kopf hinauf. Mit jedem Atemzug entspannt sich dein Rücken immer mehr. Von unten nach oben, in deinem Tempo, ganz leicht. Spüre, wie dein Rücken locker wird und mehr entspannt. All die Anspannung weicht aus deinem Rücken und du bist wunderbar leicht und wunderbar immer mehr im Ausgleich. So spürst du nun auch, wie sich dein Bauch mit jedem Atemzug hebt und senkt. Spüre und fühle, wie entspannt sich dein Bauch schon anfühlt. Du kannst jetzt besonders die Region um deinen Bauchnabel herum spüren, wie sie mehr und mehr entspannt und diese Entspannung sich nun immer weiter ausbreitet. Von deinem Bauchgefühl strömt nun die Entspannung weiter in deinen ganzen Körper. Die Entspannung breitet sich mehr und mehr in dir aus. Spüre es.
So spürst du nun den Brustkorb, wie er schon wunderbar entspannt ist. Er hebt und senkt sich mit jedem Einatmen und Ausatmen. Und alles ist im Ausgleich. Immer mehr Entspannung. Mit jedem Atemzug mehr. Nun entspannt sich auch dein Nacken und deine Schultern. All die Verspannungen in deinem Nacken und in deinen Schultern weichen und verlassen dich. Spüre, wie sie einfach loslassen. Fühle nun deinen linken Oberarm, wie er sich entspannt und locker ist. Dein linker Ellbogen ist entspannt. Und dein linker Unterarm, deine linke Hand, die Finger. Alles ist wunderbar entspannt. Spüre, wie dein ganzer linker Arm wunderbar entspannt ist und noch mehr einsinkt. Nun fühle auch deinen rechten Oberarm, wie er sich entspannt und locker ist. Mein rechter Ellbogen entspannt sich immer mehr. Dein Unterarm ist entspannt. Und deine rechte Hand und die Finger. Alles entspannt sich noch mehr. Spüre nun, wie dein ganzer rechter Arm wunderbar entspannt ist und noch mehr einsinkt. Die Entspannung kommt nun über deinen Hals hinauf zu deinem Kopf. Du spürst, wie sich deine Stirn wunderbar glättet und entspannt. Spüre, wie auch deine Nase, deine Wangen und deine Lippen entspannen. Dein Kinn ist entspannt. Spüre, wie sich dein Kiefer entspannt. Wenn dein Mund etwas aufgeht, so ist dies ganz normal. Spüre, wie sich alles wunderbar entspannt. Mein ganzer Kopf ist nun auch wunderbar in Gelassenheit, im Ausgleich und im Frieden. Spüre nun, wie die Welle der Entspannung von deinem Bauch aus in alle deine Regionen kommt und dich mehr und mehr durchflutet. Die zauberhafte Entspannung durchflutet dein Sein und bringt die Geborgenheit der Kindheit zurück in dein Fühlen. Du bist nun in wunderbarer körperlicher Entspannung. Wie eine Kinderpuppe, die gehalten wird und völlig entspannt ist, keine Tendenz oder Richtung hat, einfach nur entspannt hängt.
bist ganz im Vertrauen und lässt die Gelassenheit immer mehr in dich einkehren. So nimmst du nun vielleicht deine Körperwärme wahr. Du kannst die Empfindungen von kalt und warm wahrnehmen und ganz natürlich deine Aufmerksamkeit darauf richten. So spürst du zuerst deine Füße und dann die Hände, ob sie warm oder kalt sind. Es gibt dabei kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein Ist. Einfach die Körperwärme einmal bewusst wahrnehmen. Vielleicht fällt dir dabei auf, dass schon ein Teil deines Körpers mehr entspannt ist als der andere. Du kannst jetzt schon viel mehr wahrnehmen. Es gibt kein Zwingen von Entspannung. Es gibt nur ein Wahrnehmen und Akzeptieren. Du darfst nun immer mehr bewusst werden, wie automatisch dein Körper funktioniert. Die Atmung, die Verdauung, die Blutzirkulation, alles geschieht einfach. So wie dies einfach ist und geschieht, so akzeptiere nun einfach die Entspannung, wie sie deinen Körper mehr und mehr erreicht und dich mehr und mehr durchflutet. Einfach geschehen lassen und anvertrauen. Einfach einmal akzeptieren, dass es so ist. Nachdem dein Körper nun immer mehr entspannt, so darfst du nun auch deinen Geist entspannen. So werde ich nun die Wellen der Entspannung für dich zählen. Ich werde für dich von 10 bis 1 zählen. Und so wie die Wellen reinigend und verbindend sind, so wirst auch du dich nun mit jeder Zahl mehr und mehr mit der Gelassenheit und dem Ausgleich verbinden. Jede einzelne Welle wird deinen Geist und deinen Körper gemeinsam mehr und mehr reinigen, sodass du dich mehr und mehr beruhigst. Und der innere Friede immer mehr einkehren kann. Zehn. Jede Welle gibt dir ein Gefühl der Wärme und Geborgenheit. 9. Mehr und mehr. 8. Einfach einmal loslassen. 7. Anvertrauen. Vertrauen haben. 6. So sein. 5. Jetzt sein.
4. Einfach immer tiefer. Mit jeder Zahl und jeder Wille. 3. Du machst das wunderbar. 2. Geh nun mit der letzten Welle noch 100-mal tiefer. 1. Lass dich fallen, einfach tief fallen lassen, in Vertrauen. Einfach loslassen, einfach tiefer und tiefer gehen. 2. So wie eine Feder vom Berg schwebt, so schwebst auch du nun immer mehr in die Entspannung. Die Feder berührt ganz sanft die verschiedenen Luftschichten und wird getragen ohne Schwere und ohne Absicht. So wie die Feder nun ruhig und ohne Absicht in Leichtigkeit getragen wird, so bist auch du wunderbar leicht und gelassen. Die Feder schwebt immer mehr dem warmen Boden entgegen. Und so schwebst auch du immer mehr in den Ausgleich und in die Ruhe. Ganz sanft kommt die Feder zum Liegen. Und so kommst auch du in der tiefen Entspannung und im inneren Ausgleich an. Dein Körper und dein Geist sind jetzt wunderbar in Absichtslosigkeit getaucht. Du bist nun so tief entspannt, sodass dein Unterbewusstsein ganz offen ist für das, was ich jetzt sage und was dir eine wunderbare Befreiung schenken kann. Ganz tief in dir weißt du, dass die Wesen auf einen entspannten Körper und einen entspannten Geist reagieren und es so erfüllend ist, so einem Wesen zu begegnen. Sei nun diese Schwingung, sei nun diese Erfüllung, sei nun so in dir. Jeder gedachte Gedanke verbraucht Energie. Doch nun bist du so im Ausgleich, dass du fast keine Energie mehr verbrauchst. Du bist im energetischen Ausgleich. Und das Verlieren von Energie hört mehr und mehr. Mehr und mehr schenkst du nun deiner Atmung die Aufmerksamkeit. Die Atmung ist das Tor nach innen und außen. Mit jedem Atemzug strömt ruhige und ausgleichende Energie in dich ein. Und mit jedem Ausatmen verlässt dich mehr und mehr diese unruhige und stark schwingende Energie.
Du nimmst nun immer mehr deine langsame und ruhige Atmung wahr. Mit dieser Wahrnehmung kommt deine Präsenz im Raum immer mehr in dir auf. Vielleicht nimmst du irgendwann nur noch das Gefühl wahr, anwesend zu sein. So kannst du dieses Gefühl noch mehr vertiefen und einkehren lassen in dir. Mehr und mehr kannst du jetzt jeden Gedanken ganz klar wahrnehmen, der in dir aufkommt. Du kannst auch alle inneren Widerstände, Urteile und Ablehnungen ganz klar in dir wahrnehmen. Beobachte nun einmal jeden Gedanken, den dein Verstand zum Erfüllen in dir aufbringt. Sollte Ablenkung oder Trübheit in dir aufkommen, bleib jetzt bitte bei dieser Klarheit. Bleibe in dir. Und beobachte einmal deine Gedanken. Wenn etwas aufkommt, das keinem der Dinge entspricht, einfach dabei bleiben und es versuchen zu beobachten. Bleib dabei ganz klar wie das Meer. Du kannst alles am Grund erkennen, ganz klar. Akzeptiere jetzt einfach einmal, dass es keine Beschreibung, kein Etikett und keine Überschrift gibt. Einfach einmal klar sein und die Dinge wie Fische im Meer nur beobachten. Keinen Namen, kein Ziel. Sei einfach nur das Beobachten. Vielleicht wird dir nun immer mehr bewusst, dass es eine vorübergehende Natur ist, die der Verstand hervorbringt und Impulse und Gedanken in die Klarheit schickt. Du verstehst und kannst beobachten, dass Gedanken kommen und gehen. Wie ein Zuschauer. Einfach nur beobachten und etwas entfernt bleiben. Einfach Zuschauer sein. Und gewähren lassen, was an Gedanken aufkommt. So kann nun Raum in dir entstehen. Raum zwischen den Gedanken und dem Empfinden.
Erlaube dir nun den Raum, immer mehr in dir entstehen zu lassen. Sieh, wie es gedankliche Schöpfungen sind, die dein Verstand hervorbringt. Du beobachtest nur und lässt alle Schöpfungen gewähren, ohne zu hindern, ohne sie in eine Richtung bringen zu wollen und ohne sie annehmen zu müssen. Die Schöpfung von Gedanken einfach zulassen und ziehen lassen. All diese Gedanken entstehen unter der ruhigen Beobachtung, ohne Kontrolle, ohne Tendenz und ohne Absicht. Vielleicht kostet es dir das erste Mal etwas Mut, die Gedanken ohne Kontrolle aufkommen zu lassen und sie nicht zu übernehmen im Denken. Sei mutig und sei im Vertrauen. Du bist nicht die Gedanken. Kein Verändern, kein Kontrollieren. Du darfst einfach einen Raum geben für diese schöpferischen Gedanken. Du bist nicht diese Gedanken. Du bist diese Beobachterin. Gib diesen Gedanken einfach keine Bestätigung und lass sie so entstehen, wie sie kommen. Lass sie einfach zu und sieh zu, wie die Gedanken, die dir sonst etwas ausmachen, einfach da sind und dann verblassen. Du weißt, dies sind deine Gedanken, die du hast, aber die du nicht bist. Du bist viel mehr als diese Gedanken. Durch den Raum, der entsteht, komm zwischen dir und den Gedanken keine Verbindung auf und kein Berühren der Empfindungen. Diese Distanz schafft Heilung und Ruhe in dir. Nimm den Raum immer mehr wahr und die Distanz zwischen dir und den Gedanken. Heilung, Friede und Ruhe in dir. Immer mehr und immer mehr. Einfach nur beobachten und den Raum zulassen. Der Heilung und der Ruhe Raum schenken und zulassen.
In diesem Beobachten bemerkst du, wie die Gedanken kommen, wie ein Impuls oder ein Streichholz kurz aufflammen und dann wieder weg sind. Gedanken sind wie Sternschnuppen, die kurz aufleuchten und dann wieder verschwinden. Solange du ihnen keine Energie schenkst, kein Gewicht und keine Verbundenheit, verblassen sie und verschwinden. Du verankerst nun ganz tief in dir, dass ein schöpferischer Gedanke nur in dein Bewusstsein eindringen kann, wenn du unbewusst bist. Bewusstsein und Beobachten schaffen Raum und Freiheit. Und du bist ab jetzt immer mehr in Bewusstheit, immer mehr im Bewusstsein und immer mehr im Beobachten der Gedanken. Du bist viel mehr als die Gedanken. Jeder Gedanke hat seine ganz eigene Energie, die erst lebt, wenn du sie annimmst. Sonst verliert der Gedanke schnell seine Energie, denn ohne deine Energie kann er nicht bestehen und verblasst einfach im Raum. Und so wie die Energien verschieden sind, mit jedem Gedanken, so ist auch seine Attraktivität unterschiedlich. Es gibt Gedanken, die haften wie Honig an. Und es gibt Gedanken, die sind wie Öl und laufen einfach weg, ohne im bewussten Denken ankommen zu können. Sei nur die Beobachterin und beobachte, wie manche Gedanken attraktiv sind und andere einfach vorbeiziehen. Sei einfach nur Zeuge des Geschehens und beobachte. Der Raum, der entsteht, befreit dein Sein immer mehr. Du kannst in diesem Moment entscheiden, deinen Fokus wieder auf deine Atmung zu richten und auch hier zu beobachten. Der Atem kommt und der Brustkorb dehnt sich aus, vielleicht ganz leicht. Der Atem geht. Und der Brustkorb zieht sich wieder zusammen. Du bist frei und immer in der Lage, zu diesem bewussten Atmen zurückzukehren. Erlaube dir nun einmal, die kleinen Empfindungen mit jedem Atemzug wahrzunehmen. Beobachte und nimm bitte wahr, wie mit jedem Atemzug eine Empfindung verbunden ist. Dein inneres Bewusstsein lernt
und nimmt gerne an, wie es durch die kleinen Empfindungen mit jedem Atemzug dazulernen darf. So spürst du nun auch, wie die Luft beim Einatmen kühler ist und beim Ausatmen erwärmt davonströmt. Dir wird der natürliche Zyklus von Einatmen und Ausatmen immer mehr bewusst. Dein ganzer Körper atmet, spüre es. Sei nun immer mehr die stille Beobachterin oder Beobachter von jedem Atemzug. Spüre die wunderbare Harmonie mit jedem Atemzug mehr. Nun wird dir auch hier bewusst, Raum entsteht mit jedem Atemzug mehr. Du spürst, wie kraftvoll diese Praxis ist, sich einfach auf das bewusste Atmen zu konzentrieren. Du kannst immer mehr dein Bewusstsein führen und immer, wenn es nötig ist, zu deinem bewussten Atmen zurückkommen. Dich verankern und Raum entstehen lassen. Einfach Zuschauer sein. Einfach bewusst atmen. Atem und Gedanken beobachten. Einfach entstehen lassen, gehen lassen und immer mehr Freiheit kommt in dir auf. Der Atem ist ab nun ein wunderschöner Einstieg für dich in die Bewusstheit. Verankere es nun ganz tief, das bewusste Atmen, bewusstes Beobachten der Gedanken Raum entstehen lässt und dir Freiheit und Frieden schenkt. Einmal nicht kontrollieren. Einfach ziehen lassen, was ist, ohne Widerstand, ohne Ablehnung, ohne Urteil, einfach im Raum beobachten, einfach im Frieden sein. So können Gedanken aufkommen und im Raum sein. Aber du bist nicht die Gedanken. Du bist viel mehr als die Gedanken. Und sie kommen, verblassen. Und du hast dir Freiheit geschenkt. Du hast die Freiheit, mit jedem Atemzug mehr Raum entstehen zu lassen. Ich
Freiheit heißt ohne Abhängigkeit. Freiheit heißt ohne Verpflichtung zu sein. Und so bist du nun mehr und mehr frei. Beobachtest deine Gedanken und lässt Raum entstehen. Gedanken kommen und Gedanken verblassen, wie Sternschnuppen, wenn sie keine Aufmerksamkeit bekommen. Du weißt ganz tief in dir, dass das Grübeln und Drehen der Gedanken keine Freiheit und Lösung schafft. Erst der Raum zwischen den Gedanken lässt die Freiheit und die Lösung erkennen. Sei die Lösung. Sei der Raum. Sei frei. So bist du nun weise in dir und musst den Gedanken nicht mehr folgen. So wie Kinder erwachsen werden, so bist auch du nun dem Weg und der Methode des Lernens gefolgt und hast es gelernt, nicht die Gedanken zu sein. Du bist selbst. Und jetzt und hier, in diesem Augenblick. Jeder Gedanke, der dich wegtragen möchte, ist nur ein Gedanke. Sieh ihn kommen, den Gedanken, und ohne deine Energie und Aufmerksamkeit, sieh, wie er wieder verblasst. Freiheit im Innen, Freiheit im Außen. All der Druck weicht immer mehr von dir. Spür es. Du bist nicht die Gedanken. Du bist viel mehr. Leichtigkeit durchströmt dein Sein. Und Freiheit kommt immer mehr in dir auf. Gedanken sind nur kurze Strohfeuer und verglimmen, wenn wir kein Denken nachlegen. So nimm den Gedanken wahr, bewusst, und lass ihn einfach so im Raum verblassen. Einfach so. Du bleibst. Die Gedanken gehen. Und so bist du frei und in Freiheit. Frei, das zu leben, was du in positiven Gedanken möchtest. Einfach nur jetzt sein. Einfach nur hier sein. Einfach nur frei sein. Bleib jetzt einfach mit deinem Sein. In dem ruhigen Moment in dir. Du verstehst ganz tief, was du bist. Fühle es.
bist nicht die Reaktion auf die Gedanken. Du bist neben den Gedanken. Da ist Raum und du kannst ihn immer mehr wahrnehmen. Gedanken im Raum und sie verblassen einfach. Atme ein und vertraue. Atme aus und lasse gewähren. Atme ein und vertraue. Atme aus und lasse gewähren, was ist. Atme ein und vertraue in diesem Moment. Atme aus und lass einfach sein, was jetzt ist. Du wirst nun immer weiter in diesem Raum bleiben und beobachten, solange du möchtest. Verankere nun immer mehr, dass das bewusste Atmen dich immer wieder, auch nach dieser Trance, aus deinen Gedanken bringen kann. Durch dein bewusstes Beobachten. So verankere es nun ganz, ganz tief. Bewusstes Beobachten des Atems und der Gedanken schafft Raum und Freiheit. Du bist nicht die Gedanken. Du bist mehr als die Gedanken. Und frei. Mit jedem Atemzug kann immer mehr Raum zwischen dir und den Gedanken entstehen. Von dieser Seite trete in die Befreiung ein und sie wird dir Glück und Leichtigkeit schenken. So geh nun auf eine ganz besondere Weise noch mehr in die Entspannung und immer mehr in den Schlaf, wenn du möchtest. Du wirst nach dieser Trance wunderbar entspannt und erholt aufwachen, bist wunderbar glücklich und frei. So nutze nun die wunderbare Möglichkeit, deine Tiefenentspannung noch mehr zu vertiefen und tief in deinen Schlaf zu versinken. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf die kleinen Abstände zwischen dem Einatmen und Ausatmen. In dieser kurzen Stille komm in dein tiefstes Selbst und nimm deine innere Stille immer mehr wahr. Trete ein in diesem stillen Moment zwischen Einatmen und Ausatmen. Eine Stille, die dich verbindet mit dem, was kein Wort hat und nicht beschrieben werden kann. Lass nun die Liebe, das Glück und die Harmonie in dir entstehen, die deine schönsten Träume für dich bereithält. Dieser magische, stille Moment zwischen jedem Atemzug
ist der Eintritt in die tiefste Entspannung. Nutze diese kleinen Fenster des Ausgleichs und der Gelassenheit. Und lasse dich mit jedem dieser kleinen Fenster zwischen deinen Atemzügen noch tiefer und noch tiefer in den Schlaf fallen. Einatmen und in diesem kleinen Moment wunderbar absinken. Einatmen und wieder in diesem kleinen Moment zwischen Einatmen und Ausatmen, in dieser kurzen Stille einfach nur absinken und tiefer und tiefer fallen. Einfach in den Tiefschlaf gehen. Du bist so wunderbar beruhigt, so tief in dir angekommen, in dir ist nun nach langer Zeit einmal Friede. Spürst du diesen wunderschönen Raum, den Raum der Stille, der immer da ist, in dir. Lass dich fallen in diesen Raum, in diesen wundersamen Raum der Erholung. Mit jeder Welle und jedem Atemzug mehr. Sinke jetzt ab in diese Stille, in diese Ruhe, einfach zulassen, einfach frei sein. Ich bin Liebe. Entspannung. Ich bin Frieden. Ich bin Harmonie. Ich bin Vollkommenheit. Ich bin Ankommen. Ich bin Geborgenheit. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin frei. Mit jedem Atemzug und jeder Welle mehr.